Was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal Bruniversal Scooter. Heute mal ein etwas anderes Video und zwar wieder auf dem Trampolin, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Und heute spiele ich ein Game of Scoot und zwar der blaue Tram Scoot versus den schwarzen Tram Scoot. Genau, ich werde sozusagen einen Trick mit dem blauen vormachen und dann muss ich mit dem schwarzen nachmachen und dann mit dem schwarzen vormachen und halt immer so weiter. Und wir spielen Game of Pig, also P-I-G, damit das hier auch nicht so lange dauert. Man hat 2 Tries, um den Trick mit dem anderen Roller dann halt zu schaffen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich lege mit dem Schwarzen, fange ich an sozusagen, sette einen Trick mit dem Schwarzen und dann ist der Blaue dran und immer so weiter. Ich würde sagen, let's go! So, als ersten Trick mit dem schwarzen Tramp Scoot sette ich mal einen ganz entspannten Triple Whip. Der müsste eigentlich klar gehen. Yo, easy. Triple Whip. Jetzt lege ich den hier auf die Seite. Besten, dass er da steht oder ich packe ihn hier hin. Und jetzt habe ich mir den blauen und mache jetzt einen Triple Whip mit dem blauen. So, auch easy. Als nächstes hätte ich einen Kickless. Oh, der schwarze ist gerade rausgefallen, perfekt. Als nächstes hätte ich einen Kickless mit dem blauen. Und ich würde sagen, let's go. Okay. Easy Kickless, jetzt mit dem schwarzen. So, jetzt mache ich den Kickless mit dem schwarzen. Ja, den lassen wir mal zählen. Ich mache aber nochmal einen, der ein bisschen schöner ist. Ja, der war ein bisschen schöner. Okay, jetzt setze ich wieder mit dem schwarzen. Und zwar mache ich einen, machen wir mal einen Heel Rewind. Kein Problem. Jetzt mit dem blauen. Auch kein Problem. Als nächstes sette ich jetzt mal einen Overhead-Trick. Und zwar nicht ein Bri-Flip oder so, das wäre zu langweilig, sondern ein Kickless Bri-Flip. Let's go. Yo, first try. Sehr gut. Jetzt mit dem schwarzen. Da bin ich mir unsicher, ob ich den schaffe, weil wie gesagt, ich springe in letzter Zeit nur mit dem blauen. Deswegen bin ich mit dem schwarzen nicht mehr so gut, aber Kickless Bri sollte eigentlich noch klar gehen. Ja, der war wieder nicht so schön. Ich mache nochmal einen. Okay, der war jetzt nicht. Ich mache jetzt einfach nochmal einen dritten Try, weil der erste war jetzt für mich nicht ganz so. Ja, ich würde sagen, den lassen wir gerade so zählen, war jetzt nicht schön. Als nächstes sette ich wieder mit dem schwarzen. So, als nächsten Trick sette ich jetzt einen Backflip. Der müsste eigentlich mit beiden klar gehen. Und go. Jo, der war easy. Jetzt mit dem blauen. Dem blauen finde ich es persönlich ein bisschen schwieriger, weil der höher ist. Aber mal gucken. Okay, let's go. Yo, auch easy geschafft. Okay. Als nächstes hätte ich einen Quad Whip. Ja. Quad Whip. Let's go. Yo. Easy. Muss hier den schwarzen schnell holen. Damit er nicht schon wieder da rausfällt. Oh. Blau noch Seite. Er ist rausgefallen. Perfekt. Und jetzt mit dem hier ein Quad Whip. Nein, ich bin auf Fuß hängen geblieben. Okay, second try. Yo, okay, easy. Als nächstes sette ich mit dem schwarzen den Kickless Kickless. Ich würde sagen, den lassen wir durchgehen. Eigentlich bin ich so gelandet. So, versuchen wir jetzt den Kickless Kickless mit dem blauen Scooter. Mal gucken. Ah, das wird schwierig. Second try. Okay, den habe ich jetzt nicht geschafft, weil der einfach viel schwerer ist. Damit hat der Scooter hier jetzt, der blaue, ein P.
würde sagen, um jetzt dem Schwarzen auch mal einen Buchstaben zu geben, machen wir mal einen Bar Whip, weil der hat halt ein Headset. Dann ist das sehr viel leichter. Let's go. Jo. Bar Whip, easy. Let's go mit dem Schwarzen. So, es steht jetzt P zu P. Und ich mache jetzt einen Heel Kickless, versuche ich. Einen Heel Kickless, jo. Jo. Easy Heel Kickless. Ich hole mal wieder den blauen. So, mal gucken, ob Bar Whip mit dem hier auch klappt. Ich bezweifle es, aber mal schauen. What? Okay, habe ich doch geschafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann sette ich mit dem hier einen Heel Rewind Whip. Let's go. Ja, nee, der war nicht. Da war ich mit einem Fuß daneben. Das heißt, der blaue darf jetzt setten und der von dem schwarzen, der verfällt der Set. Und ich mache jetzt einen Barspin Double Whip. Den sollte der schwarze aber wirklich nicht schaffen. Let's go. Ja, lassen wir zählen, weil der Kickless von schwarzen hat auch gezählt. Schnell mit dem schwarzen Barspin Double Whip. Let's go. Ja, nee. Zweiter Versuch. Nee. Okay. Damit hat der Schwarze jetzt auch ein P. Okay, immer noch P zu P mache ich einen Triple Heel Whip. Jo. Triple Heel Whip easy. So, jetzt Triple Heel mit dem Schwarzen. Mal gucken. Ja, One Foot, der geht aber. Ja. Okay. Aber mache ich schnell einen Dry Whip mit dem Schwarzen. Nein, nicht geschafft. Schade. Mache ich jetzt als nächstes einen Buttercup mit dem blauen. Ja, lassen wir zählen. Mein Zehenschlüssel war so drauf. Ja, lassen wir einfach zählen. Komm. Buttercup geschafft. Das Buttercup mit dem schwarzen. Das könnte schwierig werden, egal. Nee, das war gut. Umbrella. Jetzt aber. Das war ein normaler Umbrella. Okay. So, er steht jetzt PI zu P. Weil ich gerade den Buttercup nicht geschafft habe. Und jetzt mache ich mit dem schwarzen ein Umbrella. Jo. Ja, ging easy. Mal gucken, ob der mit dem blauen auch so easy geht. Okay, let's go. Ah, nee, das war Whip Umbrella. Nochmal. Yo. Okay. Ich glaube, jetzt haue ich den schwarzen raus, indem ich ein Whip Butter mache. Okay. Let's do this. Nein! Okay. Whip Butter nicht geschafft. So, mache ich jetzt mit dem einen. Machen wir einen Kickless to Double Whip. Also Kickless Double Whip. Jo. Okay. Jetzt mit dem blauen. Nein. Okay. Zweiter Versuch. Jo. Okay. Doch noch gelandet. Und jetzt. Ah, ich darf ja mit dem blauen setten. Was mache ich denn? So, als nächstes hätte ich nochmal den Whip Buttercup. Mal gucken, ob der diesmal besser läuft. Ja. Okay. Whip Butter geschafft. Schwieriger Trick. Jetzt versuche ich den Whip Butter mit dem schwarzen. Ich glaube, das wird äußerst schwierig. Aber wir versuchen es einfach mal. Oh mein Gott. Voll gegen mein Bein gekommen. Okay. Also aber. Nee. Das war eigentlich ein normaler Butter. Damit haben wir einen Sieger. Der blaue Tram Scoot hat gewonnen. Und der rote, sag ich schon.
Der Schwarze hat verloren. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind bald bei den 500 Abonnenten. Würde mich mega freuen, wenn wir die dieses oder nächstes Jahr am Anfang schaffen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.